Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomodachi Live. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser heute, was eigentlich ein bisschen kürzeren Folge, weil es voll Stress pur hat. Aber trotzdem, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir wollen es auch heute den Problemen von unseren Mitbewohnern bzw. Bürgern hier von Gamercode City widmen und fangen zuerst an mit Kay und schauen, was der möchte. So, ich hoffe, alles geht's gut, liebe Leute. Ist ja hier Montag, starten die Woche. Montag sind immer so für die unangenehmsten Tagen. Weil Montag ein Sorgen bereitet, so genau, so Phrase lernen. Ganz so, oh nein. So nach dem Motto, ihr habt es wieder verpennt, dass ihr morgen eine Klassenarbeit schreibt. Und dann so, oh nein, die Welt wird untergehen, oh nein. Oh nein. Ja, so zum Beispiel. Es geht zwar noch ein bisschen mehr, eigentlich so, oh nein, scheiße. Aber das ist eine, muss man auch nicht machen. So, wir senken dir eine geile Einrichtung. Nämlich die... Oh, wir geben jetzt mal die hellgrüne. Dann hast du wenigstens auch meine Einrichtung und nicht dieses Standard 0815 Gedönste, was man die sonst immer hat. So, sagen wir es ja ein bisschen um. Da ja, ist deine tolle Comic-Sammlung oder Videospielsammlung. Weil nicht, was du gerne sammelst, so. Oh, hi, da bist du ja. Ja, sieht doch ganz, ganz nett aus hier. Stempel mal ab. Ist gut. Ja, das will ich ja auch hoffen, ne? Wunderbar. Dann sind wir mit dir zufrieden. Und vielleicht wollen eh gar nicht so viele Leute, was das ist. Wirklich sehr angenehm. Dann muss der Part und ich da hier auch nicht so lang. Das ist angenehm hier. Nintendo. Juhu, Nintendo. Beste Begrüßung ever. Ich habe Hunger. Jo. Dann geben wir dir doch ein schönes Aubergine-Auflauf. Mal schauen, ob er dir schmeckt. Den fand er erst lecker. Sogar auf den ersten Platz gerutscht. Seht ihr? Ein kleines Dankeschön. Das ist doch gut. So, Nevasine. Wunderbar. Merci beaucoup für Sar. So. Jetzt will Cookie wieder was. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Kelly. Ja, das ist natürlich belastend. Was hältst du von ihm und mir? Also jetzt so als normale Freunde, oder? Also jetzt nicht sie als Freundschaft Plus oder sowas, wie man es heutzutage nennt. Meine normale Freunde, alles super. Echt? Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Sonst wäre es gar nicht bisschen. Naja, ich meine, ich habe jetzt auch nichts dagegen. Also, nee, so durfte ich nicht sehen. Aber ich glaube, in so einem Spiel wäre das, wird mich ein bisschen irritieren. Ich glaube, dass die wirklich noch aufs Rollenbild Mann und Frau setzen, was natürlich in der heutigen Gesellschaft nicht unbedingt so mehr der Fall ist. Aber in solchen Spielen, glaube ich, ich weiß gar nicht. Können Tomodachi Live irgendwie auch zwei Schwule oder zwei Lesben zusammenziehen und heiraten? Ich glaube nicht, dass es geht, ne? Ich glaube, das wäre für dieses Spiel, was Kinder spielen, ein bisschen zu kompliziert, weil gerade Kinder ja noch dieses Rollenbild Mann und Frau so kennen. Naja. Wäre jetzt ein bisschen kompliziert. So, was muss man hier machen? Snappen. Fängst du das Item, bevor es auf dem Boden landet, darfst du es behalten. Gott. Es geht nur. Schade. Hä? Nur noch einmal. Verstanden? Es geht los. Gut gefangen. Ah, verstehe das Prinzip. Nett, dass man hier zwei Versuche hat. Und dass nicht man den ersten Versuch direkt dann abgehakt und vorbei ist. Ebenbild von David. So, was? Boomkreisel, was auch immer das ist. Ich hinterfrag's nicht weiter, aber okay, wir nehmen es an. So, ich sehe meine Facecams immer noch überlistet, sorry dafür.
Ich möchte eigentlich schauen, dass ich das jetzt zukünftig, dass das nicht mehr so krass passiert. Mit der Überlistung der Facecam. Jetzt warte ich mal ganz geschwind. Das muss ich jetzt geschwind machen. Sorry dafür, aber das triggert mich halt wieder so hardcore. So, jetzt ist das ja auch mal normal, hoffentlich nicht unterbelichtet, aber so soll es eigentlich passen. Ich muss das demnächst mal halt alles, ja, was tun die Sonne, strahlen hier gerade wieder nice rein und alles, das ist hier. Ja, wird alles ein bisschen kompliziert. Aber ich glaube und hoffe, dass es so besser ist. So, noch ein Spielchen, ja gerne, lass mal gleich mal spielen hier. So. Die erste Silhouette. Was wird es wohl sein? Was? Aber überhaupt nicht aufgepasst, was geht, aber das sind safe Goldohrringe. Die richtige Antwort ist. Es waren einige Goldohrringe. Dann ist ja keine Ente oder sowas hier. Das sieht aus wie eine Trompete. Aber ja. Die zweite Silhouette. Was wird es wohl sein? Oh mein Gott, mein Weißbrot, Kastenbrot. Die richtige Antwort ist. Es sieht aber auch aus wie so ein Toastbrot. Es war ein Weißbrot. Yay. Und die letzte Silhouette. Komm, ich schaff mal auch noch. Was wird es wohl sein? Ich tippe mal auf Gratin. Es war ein Grater. Yay, weil Windspiel macht ja keinen Sinn. Wer ist aber so nicht drauf gekommen, als ob, aber nein, ich hab's da. Alles phänomenal gewusst, so hört's. So gehört es das. So, wir nehmen wie immer das mittlere Sanduhr. I mean, why not, ne? Merci beaucoup pour ça. Jetzt sind alle mal zufrieden. Man glaubt es erst kaum. So, was haben wir denn für Ereignisse? Wir haben mal, Fotograf anwesend. Na, schauen wir doch mal, was hier so losgeht. Ui. Ja, du. 3 Tage habe ich gesucht, ohne Essen, ohne Schlafen. Aber jetzt steht das perfekte Model vor mir. Fotografieren, du Wunderwesen. Aber Gott, mal zu Mist. Nee, oder? Hast du Lust, am Model zu werden? Warnung, Geräusch des Auslösers ist dabei hörbar. Was? Ja, das ist er. Ich glaube, heute mache ich das Foto. Es ist einfach so ein Tag. Versuche mal, in deiner Pose Einsamkeit auszudrücken. Du bist echt das perfekte Model. Oh. Hilfe. Schau mich mal ein wenig von der Seite an. Macht er jetzt erst Fotos irgendwie hier? Ich hab grad kein... Großartig. Teil. Ein Stückchen nach rechts. Ich hab keine Ahnung, ob die gerade hier wirklich Fotos ja, machen. So, genau so. Oder nicht. Lächle doch mal etwas. Ich glaube, machen die nicht, ne? Sehr gut. Gib mir einen traurigen Blick. Ich find's so witzig mit diesem... Klick, was man die ganze Zeit hört. Sehr schön. Oh, der... Oh Gott! Oh, das kommt aufs Top-Teil des Wörters, aber Alter. Ja, ist das so geil. Oh mein Gott, ey, dieses Bild! Das ist wahre Kunst, Leute. So sau, so. Oh mein Gott. Ja, und die Sonne kann gerade übelst raus, dann merkt's ja. Ist mit mir so zu reden irgendwie. Aber Alter, dieses Bild, ne? So geil. Wirklich, es ist so geil, dieses Bild. Wir speisern's. Das muss gespeisert werden. So, jetzt haben wir es festgehalten, ne? Eieiei. Ach, kommen wir jetzt mal so nie nach Rest oder Nacht ein Glücksbrunnen und dann ist das, ey. Dieses Bild. Nachrichten und
4 Uhr. Wie möglich das ist. Es steht nun fest, an wen der Siegespreis in der Kategorie Kurzfilm beim Ghana Kurzfilm Festival ging. Aus den 2500 Teilnehmern musste der Sieger ermittelt werden. Der Zeitraffer Trickfilm von Cookie, Blechroboter und Büste hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Cookie. Ich habe über ein Jahr Arbeit investiert, um diesen Film über zwei verliebte Individuen fertigzustellen. David, ein Mitglied der Jury, bewertete das Resultat wie folgt. Dieser Film markiert den Anfang einer neuen Ära in der Filmindustrie. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ihr wollt mich auf den Arm nehmen, oder? Was für eine Zeitverschwendung. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Kröte K. und das waren die Meme-Nachrichten um 4 Uhr. Na dann, wissen wir, ob es halt was die Nachrichten sind. Und gehen jetzt zum Schluss vom Part noch zum Glücksbrunnen. Und oh, diese Sonne, aber der Part ist eh gleich so bei Glück. Sorry, Leute, ist gerade dafür. Ich mach's irgendwie so, dass irgendwie hier ansatzweise funktioniert oder auch nicht. Also geht's doch einigermaßen vielleicht. So, während wir hier Spenden sammeln, sei noch mal gesagt, alle, die wollen, könnt euer Mii gerne dazufügen. Ich weiß, ich sag's jedes Mal, aber das ist auch eine gute Gelegenheit, es einfach zu sagen. Aber wirklich dieses Foto von das ist echt. Alter, dieses Foto. So, yay, wir haben 87 Euro angenommen. So. Hier, yeah, Endgame. Joa, ne? Dieses Bild war definitiv Highlight des Tages. Alter, das muss mir mal geben. Schauen wir uns das in der Galerie nochmal an. Das ist einfach so. So cringe, dieses Bild. Das ist halt so eine Sache, ne? Da ist das. Man restet nicht damit und dann machen die immer wirklich Fotos, weil hat so eine Kamera nicht gesehen. Man hat nur so Klick gehört und dann dieses. Da ist ja dieses Foto entstanden. Was haben wir uns deshalb mal an, wie das fertige Foto jetzt aussieht? Da bin ich erst gespannt. Hier sehen wir es nochmal, dieses Foto. So richtig random, Alter. So richtig random. Nice, nice. Ja, Leute, ne? Das war's mit dem Part. Was haben wir gerade gespeichert, aber ich glaube schon. Das war's mit dem Part von Tom oder zu live. Wie gesagt, der war es heute nicht so lang. Ja, so. Nächstes Jahr länger. Ich bedanke mich aber ganz herzlich beim Zusehen von dem Part. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.